Hütet euch im Stade de Suisse, heißt es seit neuestem wieder. Sehr zur Freude der IB-Fans. 22.500 kommen heute zum Spiel. Vieles läuft derzeit positiv bei den Bernern. Neuzugang Soleimani zeigt schon nach wenigen Sekunden seine aufsteigende Form. Und Steffen rechtfertigt auch schon in der Startminute sein erstes Länderspielaufgebot. IB tut gegen das offensiv starke, aber defensiv anfällige GC das einzig Richtige. Es greift an, aber die Zürcher sind konterstark. Achtung, Basic! Brahimi heute anstelle des an einer Zerrung leitenden Kayo im Team. Doch es sind die Berner, die den Takt angeben. Zakaria. Gernt, Steffen, genial das Direktspiel des Schweden Alexander Gernt mit der Ferse. IB weiterhin im Vorwärtsgang, nicht stürmisch, aber druckvoll und überlegt. Bertone, Tor, das 1:0 in der 21. Minute. Der Treffer herrlich, Bertone hat allerdings Zeit und Raum und nützt dies. Leonardo Bertone, einer von 4 U21-Internationalen in der Startaufstellung von IB. Die Grasshoppers-Abwehr wird weiter unter Druck gesetzt. Gernt. Kubo. Soleimani 2:0, 37. Spielminute. Adi Hütters Erfolg hält an. Ein richtiger Hütterzauber ist das. Die GC-Abwehr wird bei diesem Gegentreffer allerdings ihrem eher zweifelhaften Ruf gerecht. Viele decken den Raum, fast keiner den Gegenspieler. Resultat 2:0. Verlagere das Spiel vors GC-Tor und du wirst Erfolg haben. Vasic muss schon wieder in höchster Not klären. Und ein vielversprechender IB-Angriff nach dem anderen rollt fast ununterbrochen aufs Gehäuse von Vasic. Soleimani mit der nächsten Chance. Das 2:0 für IB zur Pause ist hochverdient. Applaus. Zweite Halbzeit. GC muss versuchen, mehr in die Offensive zu kommen. Basic stört hier erfolgreich. Dabur schießt und trifft. Nur noch 2:1 nach 50 Minuten. Wieder ein schönes Tor. Daburs siebtes in dieser Meisterschaft. Er ist einer von 4 Hoppers in den Top 6 der aktuellen Super League-Score-Liste. Sonst aber bleibt alles gleich. Immer wieder überfordert die IB-Offensive die GC-Abwehr. Nur Kubo verwertet hier nicht. Bei der Wahl Schuss oder Pass entscheidet sich Kubo hier für beides. Was tun bei GC? Auf der Ersatzbank sitzen lauter Junioren. Der 18-jährige Georgiev kommt rein, später auch noch der 19-jährige Gubari. IB drängt trotzdem weiterhin auf das siegsichernde 3:1. Und erneut ist Kubo sozusagen torunfähig. Gülen rettet hier allerdings auch noch. Dort vor dem IB-Tor möchte GC-Coach Tami den Ball sehen. Es wird Zeit für eine Ausgleichsversuchsschlussoffensive. Doch IB lässt überhaupt nichts zu und visiert mit diesem Schuss des eingewechselten Afum seinerseits die Siegsicherung an. Auch Gernt versucht's noch mit einem satten Schuss. Golivasic aber rettet. Und so bleibt es spannend bis zum Schluss. Bis zur 94. Minute, in welcher dann die Young Boys einen Konter fahren können. Steffen verwertet zum 3:1 und krönt damit seine starke Leistung. Das Nationalmannschaftsaufgebot hat ihm Flügel verliehen. IB ganz stark, IB siegt 3:1.
Ja, er ist ein Wert, sein Klüter, der neue Coach Adi Hütter. Wir haben heute gegen ein starkes IB verloren. IB hat natürlich Druck gemacht, sie haben natürlich wollen aufschliessen. Und sie sind gut eingestellt, klar, sie spielen zu Hause, das ist natürlich auch ein Vorteil mit dem Kunstrasen. We improve every game more and more and we work hard on trainings and wir arbeiten hart und wir werden von Spiel zu Spiel besser und unser Trainer hat einige gute Ideen. We show on the field what he asked from us, some really good ideas. Der Lauf geht weiter, es war der 5. Sieg in Folge, 4. in der Meisterschaft. Wir haben 7 Punkte auf GC aufgeholt, sind jetzt punktegleich. Nur mehr das Torverhältnis ist GC vorne, beachtliche Leistung der Mannschaft. Kraftakt über 90 Minuten gesehen sind wir der verdiente Sieger. Wenn ich die Leistung hernehme, wenn ich die Torchancen hernehme, glaube ich, dass der Sieg in Ordnung geht. Wir haben jetzt sehr gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit ein sehr großes Tempo gegangen sind und für das ein bisschen Tribut zahlt haben in der zweiten Halbzeit. Aber wir haben probiert, gleich das Spiel gegen vorne zu machen. Wir haben, wie gesagt, das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben nach dem 2-1. Aber wir haben uns dann recht gut darauf gefangen. Zwischendurch haben wir vielleicht auch das Glück ein bisschen beansprucht. Aber 3-1 daheim gewinnen ist sicher immer positiv.